Heute geht es im Studio Elektronische Musik um die Geschichte der elektroakustischen Musik aus Argentinien, Paraguay und Uruguay. Das dritte Land im Bunde, Paraguay, ist sehr dünn besiedelt. Etwa 5 Millionen Menschen leben in diesem Binnenstaat auf einem Gebiet so groß wie Deutschland, Luxemburg und die Schweiz zusammen. Von 1954 bis 1989 wurde das Land vom deutschstämmigen General Alfredo Stroessner mit harter Hand regiert. Erst seit 1993 regieren wieder zivile Präsidenten. Musikalisch dominiert in Paraguay die Folklore. In der Hauptstadt Asunción besteht zwar ein international angesehenes Symphonieorchester, aber aufgrund der schwierigen Haushaltslage sind der staatlichen Kulturpolitik enge Grenzen gesetzt. Somit obliegt es vorwiegend privaten Initiativen, das kulturelle Angebot zu erweitern. Elektroakustische Musik gibt es aber kaum und auch kein Studio dieser Art. Das erste bekannte elektroakustische Werk stammt von René Ayala aus dem Jahre 1981. Nur er beschäftigt sich in Paraguay mit dieser Musik. Der bekannteste Komponist und Dirigent des Landes, Luis Saran, führt in seinem Werkkatalog nur 2 Stücke auf, in denen akustische Instrumente mit Synthesizer kombiniert werden. Für den jungen Künstler Daniel Lusco, der momentan in den USA lebt, ist die elektroakustische Musik ebenfalls nur ein Nebenzweig. 1994 komponierte er mit Klavier und Computer Estudio. Abgesehen von Paraguay hatten und haben die Komponisten und Studios der Cono Sur-Länder eine große Bedeutung für die Entwicklung der elektroakustischen Musik auf dem gesamten südamerikanischen Kontinent.